immer noch Karriere Manager Level 1, ey. Das ist auch ganz schön erschreckend. Ich dachte, da wäre ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen weiter. Das soll aber anscheinend nicht. Ach, Moreno. Ortega. Ja, das ist jetzt blöd. Mit Ortega und Oskalina. Oskalina ist halt noch ein bisschen jünger. Ortega ist halt schon länger da, weißt du? Und alles ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Standesgemäß Vorstellung. Oh, ich kann nur mal sagen, herzlich willkommen und den ganzen Scheiß, ne? So. Dann, spielen wir nochmal Golf. Und gehen dann rein in den Scheiß hier. So, machen wir langsam. Wir auch die anderen Ergebnisse ein bisschen verfolgen. Aber Stuttgart liegt schon hinten. Durch Kerchbaumer gegen Ex-Amin. Hamburg führt gegen Nürnberg. Bis jetzt läuft es ganz gut für uns an Ergebnissen. Aber Hamburg, ja, keine Ahnung, die können ruhig davon ziehen. Solange wir jetzt weiter aufsteigen. Ist alles in Ordnung. Junge, Junge. So, weiter. Oh, fuck. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Stopp. So kann ich wechseln. Aha. Haben schon dreimal? Haben wir schon dreimal? Schon dreimal gewechselt. What the fuck? Aber was soll das hier? Das ergibt wenig Sinn. Jetzt weiß ich auch, wo wir hinten liegen. Weil ich dem Vollidioten einen Co-Trainer alles machen lasse, ey. Das kann ja nicht gut enden, ey, wenn man das so sieht, wie der da so einwechselt und den ganzen Scheiß. Ja, 1-1 gegen Bochum ist okay. Ist okay. So, okay, alles klar. Ausverkauftes Haus, immer gut. So. Okay, was gibt's hier jetzt? Können wir noch irgendwas abgreifen? Adama Diakavi. Ja, ist ein bisschen teuer, der Scheiß. Denn das für einer? Können wir uns den überhaupt nur leisten? Können wir uns sowas. Ah, Gehalt verschluckt ja schon so viel. Haha. Fitness ist kacke. Weil verletzt oder. Was ist bei dem los? 10 Millionen? Der ist für 10 Millionen nach Huddersfield gewechselt? What the hell? Da muss das doch eigentlich was sein, oder nicht? Gehen wir da mal ein bisschen. Über 1000 Gehalt. Jawohl. Neuer Spieler. Also, diese auf den letzten Drücker Transfers, die haben wir irgendwie drauf. Auch wenn das ganz schön. Ich will gleich gar nicht unser Budget angucken, weil ich glaube, das ist jetzt ganz schön drunter gelitten unter den Scheiß. Gut, aber wir hatten da noch ein bisschen was offen an Geld und sonstigen. Mal kurz mein Mikrofon irgendwie. Ich komme die ganze Zeit mit meinem Kinn gegen. Weil mein Kinn gar nicht so groß ist. So. Gehen wir mal auf zweite Bundesliga. Da ist Oskar Linna auf Platz 31. Marcel Hartl auf 54. Ja, ich glaube sonst. Ach, Sebastian Müller ist auch noch dabei. Florian Hartherz, Nils Seufert. Diakabi steht aber jetzt unter Vertrag, Pressekonferenz.
Klos ist frustriert. Ja, man muss auch mal wieder Tore schießen jetzt, das stimmt schon. Mannschaft der Woche. Jabo. Oh, nice. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe natürlich zwei für links außen geholt, die Saison, ne? Natürlich auch nicht so das Hellste. Aber ich würde mal gerne wieder im Doppelsturm agieren. Mit Klos und Fogi. Dafür dann mal Diakabi rein. Sein Fitness immer noch, ja, sein Fitness ist immer noch so scheiße. Ja, keine Ahnung, schauen wir nächstes Spiel, wie es läuft. So. Ja, okay. Ach, Diakabi muss man auf links außen pimmeln. So. Okay, ich glaube, das könnte ganz gut werden. So. Behrendt ist wieder einsatzbereit, glaube ich, im nächsten Spiel. Kann man dann mal auf die Bank setzen. Golf spielen können wir noch mal. So, weiter geht's. Millionen haben wir für Oskar Linna bezahlt. Schwedisch-Englisch, da müssen wir eigentlich mal einen Dolmetscher. Wieder auch direkt zurechtfindet hier. So, nächstes Spiel im Erzgebirge gegen Aue. Da will ich jetzt aber einen Sieg sehen. Kann man hier mal sprechen, ne? Willkommen und den ganzen Scheiß. Ja, vergesse ich immer. Das ist immer so eine Nebensächlichkeit. Der kann kein Deutsch. So, Training. Werden die gefordert im Training? Ah. Müssen natürlich fett gefordert werden jetzt. Oh, haben wir schon alles aufgebraucht. Taktik. Wo noch mal. So. Und zwei. So, alles klar. Dann gehen wir rein ins Match. Ah, ich wollte das noch ändern, dass der Co-Trainer wechselt und den Scheiß, weil der kann das nicht. Das läuft ja völlig aus dem Ruder bei dem. Ja, schauen wir erstmal, was der Zug geht. Der hat natürlich auch schon viele Punkte Abstand auf dem dritten, auf Nürnberg, ne? Müssen wir jetzt eigentlich auch die Punkte holen, um drin zu bleiben. Jawohl, Andi trifft. Und Nürnberg lässt ein bisschen federn, ne? Die liegen jetzt auch schon wieder 0-1 hinten. So, der Co-Trainer wechselt nicht. Das wird mir sonst alles zu so blöd hier. 0-2, Klos, jawohl, der trifft hier. Jawollo. So, können wir jetzt auch mal wechseln? Ja, wechseln. Wo bringen wir mal Sebastian Müller rein, ja? Für Klos. Pritel. Für Schütz. Ja. Die Kabel raus, der wirkt nicht so fit. Okay, weiter geht's. Nürnberg liegt noch immer hinten. Die führen 1-4. Na, war? Das Gegentor hätte nicht sein müssen. Ja, das, okay, nice. Wir sind jetzt um 4 Punkte ran an Nürnberg. Gelbe Karten wegen Meckerns. Ist noch nie aufgefallen? Nee, noch nie. Oh, ich muss niesen. Oh, Prigel mit einer 1-0. Wunderbar. Wunderbar. So, Vogelsammer. Auch mit einer starken Leistung.
Saison wollte ich mal gucken. Und zwar die Saison Tore 20 und 5 Vorlagen. Das ist stark, das ist echt stark. Und Klos, wie sieht es bei ihm aus? 10 Tore bis jetzt. Also insgesamt 13 Tore und 2 Vorlagen, okay. Spieler spielt zwar auch noch nicht und 11 des Tages auch noch nicht. Was ist denn da los? Was ist da los? Ja, die Wechsel waren noch ganz gut im Endeffekt. Würde ich mal behaupten. Der Marktwert ist runtergegangen, wieso das denn? Weil er nicht genug spielt oder wie? So. Wintertransfers. Neapel hat fett zugeschlagen. Oh, Manchester United mit Bruno Fernandes. Ja gut, da sind halt auch schon viele Transfers dabei, die schon stattgefunden haben, ne? Ja, Eriksen. Alles klar. Alles klar. So. Und der Vorstand? Sportlich noch glücklicher. Und so finanziell, da kann auch, das juckt dich, glaube ich, gar nicht so. Kann noch nie, glaube ich, irgendwas von denen, wenn es um Finanzen geht. So, nächstes Spiel gegen Regensburg. Bruno verletzt wie lange? 6.6. Die wollen mich doch verarschen, oder? Irgendwas ist mit Bruno nicht in Ordnung. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich sagen, dass er jetzt schon wieder fast ein halbes Jahr verletzt ist? Oh Gott, ey. Oh Mann, oh Mann. Ach, schau hier. Sponsorenangebote. Summe erhöhen natürlich, Junge. Wir brauchen das Geld. Jawohl. So, kann nochmal golfen gehen. Jugendmannschaft. Wo ist denn der neue? Wir haben noch ein paar neue. Die sind wahrscheinlich in der B-Jugend. Ist ja noch ein bisschen jünger. Klos, den alten Veteran. So. Hier, Niklas Zimmer. Privatlehrer anstellen. Wen kann man da denn mal? Brite. Ne? Und dann hier den Makakis. Da kann, was ist der rechte Mittelfeld? Ist der? Da kann man Edmundson nehmen. Der kann ja auch irgendwie alles da vorne. So. Okay, haben wir Golf schon gespielt? Ja, Golf haben wir schon gespielt. Dann müssen wir hier nochmal reingucken. Staatsbericht Verletzungen. Ja. Mannschaft der Woche. Priedel, Schütz und Jabo. Schulterbruch, ey. 17 Wochen. Hat der überhaupt gespielt, ey? Kann nicht wahr sein. Weiro-Knöchelprellung. Hauptsponsor stellt Siegprämie in Aussicht. Ja, da wollen wir dann natürlich auch gewinnen. Auch wenn es nur 7.300 sind, ist jetzt nicht wirklich viel, aber besser als ja nichts. Können wir uns mal ein großes Lob aussprechen. Hier. Brietl und Schütz waren es noch, ne? Brietl. Großes Lob. Und Schütz. Da können wir mal noch ein großes, naja, super letztes Spiel, sagen wir da mal. So, alles klar, ab ins Spiel. Dürften wir eigentlich auch gewinnen. Gehe ich erstmal von aus, dass wir da schon stärker sind. Ja, Nürnberg liegt schon wieder hinten. Was ist denn bei denen los? Und wir führen. Durch Andy Vogelsammer. Junge, Junge. Würde ich echt gerne mal wissen, was bei Nürnberg jetzt gerade los ist. Das ist schon ein bisschen verwundernd. Aber Behrendt ist ja auch wieder. Er ist noch angeschlagen, ne? Aber. Der Pieper macht es ja auch ganz gut. Lass mal das hier wegmachen. So.
Will ich jetzt aber noch ein paar Türchen sehen, ja? So, jetzt. Jetzt kommt Müller. Wollte ich ja jetzt öfter bringen. Close. Prietl kommt für Schütz, ja. Mal so. Ach, läuft schon weiter. 2-0, Vogelsammer, Vorlage Müller. Osnabrück führt schon wieder. Go, go, go. Ach, noch 2-1 gewonnen. Das Gegentor hätte nicht sein müssen. Aber egal, wir schließen wieder. Wir sind jetzt um einen Punkt dran an Nürnberg. Und Tom Schütz hier mit einer sauberen Leistung. Krasser Dude, ey. So, Prietl auch mit einer 1-5. Ja, was geht denn ab im Mittelfeld bei uns zurzeit? Müller mit seiner ersten Torvorlage. Ah, gut, das ist noch von seiner. Vom Pokal, von Köln, glaube ich. In der zweiten Mannschaft da. Hä? SSV Jahren Regensburg hat zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsplätze verlassen. Wie geht das denn? Da muss wohl irgendwer höher verloren haben. Mit gleichem Punktestand oder so. Weil die können ja nicht trotz Niederlage dann einfach mal nach oben. So, nächstes Spiel in Fürth. Müssen wir was ändern oder? Prietl, Alter. Würde ich so gern reinnehmen, ne? Ha. Ja, komm, lassen wir erstmal so. So, können wir noch ein paar Lobe aussprechen? Lobe, Lobs, Lob. Großes Lob. Priel, kann man auch mal Lob aussprechen. Super letztes Spiel. Und Tom Schütz. Großes Lob. Er ist ja auch schon 32, ey. So, Sponsor bezahlt Siegprämie. Stimmt dabei was? Seguin fällt bei Fürth aus. Uns ist noch angeschlagen und Popband. Einst zur Zeit sehr beliebte Popband kommt in ihre Stadt. Unglücklicherweise tritt sie zeitgleich zu ihrem nächsten Heimspiel auf. Die Nachfrage nach Karten für Spiel gerät deutlich in Stock. Sie müssen mit 10% weniger Besucher rechnen. Das ist doch kacke, dich da. Aber ich spiele jetzt Auswärtssach gegen Hannover, ist das nächste. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, wie der Kartenverkauf. Dann machen wir mal einen Appell. Appell an die Fans. Dann läuft das auch wieder. Der Kader ist zu groß. Okay. So, Trickouts. Ich wollte mal gucken, wo waren das? Ich wollte mal gucken, wie die Trikots so weggehen. Vogelsammer ist am beliebtesten. Darauf folgt Jabo, Klos, Schütz, Hartherz, Hartl, Behrendt und Prietl. Ja, und dann so der Rest, ne? Der Kavi hat auch schon 10 Trikots von sich verkauft. Hauke war auch schon 14. Müller auch schon 20 Trikots verkauft von sich. Wollen wir eine Marketingkampagne starten? Das Fußballzimmer nehmen wir natürlich, was passt einfach besser.
Das habe ich vergessen, Golf zu spielen. Schiete. Na egal. Wir gehen ins Spiel.